Hallo Leute, heute werde ich eine Kiste auspacken, die ich bei Amazon bestellt habe. Im Grunde genommen ist bei Amazon bestellen überhaupt nichts Spektakuläres. Für mich war es heute das erste Mal, dass ich im Warehouse was bestellt habe. Das Warehouse ist im Endeffekt Sachen, die anscheinend zurückgegeben wurden oder die irgendwo nicht abgeholt wurden oder weiß der Geier, woher die kommen. Sehr interessant ist es hier, ich habe mir eine tolle Uhr bestellt, die im Normalfall etwas über 250 Euro kosten würde. Und durch dieses Warehouse habe ich das Produkt bekommen für 129 Euro, was natürlich ein super Preisunterschied ist. Und da habe ich gesagt, ich probiere es einfach mal aus und gucke, was ankommt. Die Box ist auch heute gekommen. Was ich direkt sagen muss, ist halt, dass sie ziemlich verballert ist von außen, wie man sieht. Es ist nicht so schön, wie man es normal kennt. Aber ich sage über den Inhalt jetzt wenig aus. Ich werde es mal aufschneiden, das was da rausholen können. Und ich habe hier zwei Sachen bestellt, und zwar einmal dieses aus dem Warehouse und einmal ein normales Produkt. Die sind jetzt beide zusammengekommen, ist auch nicht weiter tragisch, finde ich. Kommt ja also im selben Haus, das heißt, das Warehouse ist tatsächlich nur ein imaginäres, ein virtuelles Warenhaus, das da separat dazu liegt. Von der Verpackung her, die Verpackung ist ganz normal, zerkratzt ein wenig und sie ist mit Tesafilm zusammengepappt worden, um es wieder zu verschließen. Das heißt, die Verpackung war definitiv schon mal offen. Noch ganz kurz an der Stelle. Die Ware wurde angepriesen mit Zustand gut. Im Warenhaus hat man halt bei solchen Produkten hier gerne noch eine Produktbeschreibung von wie neu oder sehr guter Zustand oder mangelhaft. Und hier war halt Zustand gut angegeben, was mich halt dazu überzeugt hat, das Ding auch zu kaufen. Ich denke, alles was schlechtere Bewertungen oder sowas hätte, würde ich mich auch gar nicht darauf einlassen, da irgendwie Geld zu sparen und irgendwas Ausgelutschtes zu bekommen. Ansonsten, die Uhr ist jetzt ganz normal verpackt, macht für mich jetzt keinen größeren Eindruck, dass da irgendwas jetzt nicht in Ordnung ist. Ladekabel ist dabei. An sich scheint die Sache einwandfrei angekommen zu sein. Ich kenne mich mit der Uhr jetzt überhaupt nicht aus, sodass ich jetzt gar nicht sagen kann, ob das vom Technischen her jetzt in Ordnung ist. Wahrscheinlich muss man sie erstmal aufladen, bevor sie dann tatsächlich funktioniert. Schauen wir uns die Uhr noch einmal im Detail an. Die geht es ja, Verpackung hin oder her. Die Ware ist ja das Wichtige. Also diese Uhr hier hat wenigstens im Lichtspiegel keinerlei Macken oder Kratzer dran. Das Armband sieht auch absolut neuwertig aus. Es macht einen sehr schicken Eindruck. Die Schutzfolie der Uhr ist schon entfernt worden. Also mal ist hier auch so ein Display, ist immer eine Schutzfolie, die ist weg. Das heißt, irgendjemand hat es halt wirklich ausgepackt und mal angezogen. Was ja auch in dem Sinn überhaupt nicht schlimm ist für mich. Nein, ich kann also wirklich sagen, das Ding ist soweit völlig in Ordnung. Ich werde es nachher mal aufladen. Und vielleicht in den Kommentaren noch schreiben, ob es auch tatsächlich angesprungen ist oder ob es da noch irgendwelche Probleme gibt. Aber vom Unboxing her muss ich sagen, passt das alles soweit. Kabel ist auch in Ordnung. Da ist nichts dran, was irgendwie jetzt irgendwie auf eine Mangelware oder so hindeuten würde. Also nach dem jetzigen Stand würde ich auf jeden Fall sagen, Warehouse kann man sich wirklich mal antun. Hier über die Hälfte an Geld gespart. Lohnt sich, denke ich. Wie gesagt, wer Interesse daran hat, kann es auf jeden Fall mal das eigene Risiko. Vielen Dank und tschüss.